Hallo, herzlich willkommen. Vielleicht davor. Genau. Also, wir haben es heute vorgemacht. Ich darf das noch machen. Und jetzt legen wir los. Hallo, herzlich willkommen. Heute sind wir wieder mal zu zweit. Michaela unterstützt mich heute. Wir haben heute ein paar ganz interessante Sachen für euch. Wir haben diese Ecke heute uns fortgenommen neu zum Dekorieren. Und Michaela fängt an. Die hat schon mal die erste Idee für euch parat. Genau, wir verkleidet mal jetzt unsere Ecke da hinten, die wo jetzt da so holzig erscheint, mit einem Pampasgras. Und das werden wir dann ein bisschen indirekt beleuchten. Da haben wir noch beleuchtete Pampasgräser und die bauen wir da ein bisschen mit ein. Und dann wird das ein bisschen muckelig und heimelig und dann schauen wir mal, wie die Ecke zum Schluss ausschaut. Ja, lasst euch überraschen. Ich mache zwei kleine Gestecke noch, die wir dann auch wieder nochmal einbauen. Die könnt ihr euch jetzt auch dann anschauen. Dann wird das dekoriert und noch möchten wir von euch dann natürlich das Ergebnis kommentiert haben. Also, los geht's! Also, ich habe jetzt da das echte Pampasgras und das werden wir jetzt mit einem Tacker einfach da so ein bisschen festmachen. Wenn jetzt nicht unbedingt eine Holzwand da ist, wo man aufgetackern möchte, dann kann man sich da auch eine Spanplatte herrichten und die dann ein bisschen mit der restlichen Wand verschrauben. Genau, das machen wir jetzt einfach so weiter, bis wir da die ganze Wand voll haben. Genau, fuchst ein bisschen. Hoppala, der wollte nicht. Genau, dort muss man nicht überall festhacken, weil zum Schluss werden wir ja die mit der Beleuchtung da noch einstecken. Und dann haben wir ein bisschen was Spielraum. Also, Michaela ist fleißig und ich mache jetzt noch mal zwei kleine Teile, die wir eben dann damit integrieren möchten in unsere Ecke. Wir haben ja da so ein Wandregal und das möchte ich jetzt eigentlich nur also mit ja, so natürlich macht, damit das ja ein Teil ist, das man vielleicht fürs ganze Jahr oder ja, ich sage jetzt einmal, für eine Zeit lang diese Deko stehen lassen kann und ja, dann nur jahreszeitlich dann vielleicht nochmal umdekoriert. Da habe ich jetzt diesen Faden. Das war jetzt so das Hauptelement, das man jetzt da. Ja, das eigentlich wichtig ist. Und da kann man jetzt dann eben so verschiedene ich mache das jetzt so eher mit so Sukkulenten und ja, so Fruchtständen. Schaut jetzt das aus. Genau. Und dann habe ich mir dann nochmal eine Vase überlegt.
Und da haben wir, da habe ich jetzt auch diesen Faden, den ich jetzt damit einbauen möchte. Der jetzt auch dann bloß so dazwischen steckt. Ich mache allerweil, also das eigentlich ganz gern in die Vase dann ein bisschen mehr von den Sachen mit rein, weil dann eben diese Blütenstäbe dann ein bisschen Halt haben. Oh. Da brauche ich jetzt nur eins. Und natürlich ist es auch immer schön, wenn man so eine Ecke dekoriert und dass sie diese Materialien immer wieder wiederholen. Also es müssen sie nicht alle Materialien wiederholen, aber dass einfach so ein Grundmaterial da ist und wo man dann eben sieht, das hat alles eine Einheit und dann kriegt es einen ruhigeren Anblick. Das sind jetzt einfach nur Knospen und das finde ich jetzt eigentlich auch mal schön in so einer Vase. Und die hätte ich jetzt eigentlich wirklich ganz üppig da dazwischen. Und da sieht man jetzt, dass die einfach wirklich jetzt in so einen schönen Halt kriegen. So. Die Vase, die haben wir jetzt auch nochmal eine Nummer kleiner. Und da nehmen wir es wieder ganz gern her für Windlicht. Und das haben wir jetzt dann uns auch schon vorbereitet gehabt. Damit wir euch mir das dann zeigen können, wenn wir jetzt die Vase und das Windlicht dann miteinander so auf den Tisch stellen. Also, ich bin fertig. Jetzt schauen wir mal, wie weit das Michaela ist. Und dann können wir loslegen zum Dekorieren. So, jetzt haben wir unsere beleuchteten Pampasgräser. Die haben Naturfarben, haben da LED, einen LED-Strang drin hat, Batteriefach ist da und kann man auf 6 Stunden Timer schalten. Und das machen wir jetzt einfach so, dadurch, dass ich nicht alles festgetackert habe, kann man die jetzt da so richtig schön dazwischen einstecken. Das Batteriefach, der mal ein bisschen verstecken, auch, dass man das nicht so sieht. Und wenn uns das nicht hält, dann können wir da, es ist ja nicht überall so eine LED-Leiste oder ein LED-Strang, dann tackert man es einfach an einer Stelle ein bisschen fest. Und dann hält das. Das werden wir jetzt einfach ein bisschen versetzt, einer, dass wir überall ein bisschen ein Lichterl haben. Und schon haben wir eine indirekte Beleuchtung in unserer Wand oder auf unserer Wand. Und ich finde, das schaut jetzt schon mal richtig heimelig aus. Ja, und jetzt geht's los. Hoppala.
die Häuser haben wir da. Da haben wir etwas Zeit. Na, wo war das? Natürlich darf ein Wollerkranz nicht fehlen. Einer in einer ganz schönen, knalligen Farbe, die jetzt da super dazu passt. Dann die schönen Holzvögel, die passen da auch schön dazu. Unsere Gockel. So. Unsere Kerzen. Die, wo gerade mitgehen. Die ist aber gerade gegangen. Jo, die andere ist gegangen. So, jetzt kommt noch das Holzteil. Mhm. Na, das habe ich gut gemacht. Ja, und? Ein kleines Häuschen und eine Tulpe. Und jetzt? Sind wir fertig. Wo steht da? Time to relax. Na, wir sind fertig. Wir sind zufrieden mit unserer Deko. Wir hoffen, dass natürlich unsere Kunden genauso begeistert sind, wenn sie zu uns kommen und wir ihnen wieder eine neue Ecke gestaltet haben. Wir finden jetzt sowas ganz schön, gerade mit dem Pampasgras, weil das einfach wirklich so, ja, so eine Ecke ganz toll heimelig machen kann. Also man kann das jetzt tatsächlich auf so ein Holzteil tackern und das dann wiederum an der Wand festmachen und jederzeit dann eben wieder wegnehmen und jahreszeitlich wird vielleicht dann nochmal umgestalten. Also es fällt uns bestimmt nochmal was anderes ein für diese Ecke, aber wir finden das jetzt einmal ganz toll und heimelig. Genau. Ich hoffe, ihr fühlt euch dann auch heimelig, wenn es bei uns sitzt. Vielleicht muss sich der eine oder andere mal bei uns auf Couch sitzen. Dann kriegt ihr eine Tasse Kaffee. Ja, und dann können wir gerade noch sagen, schaut euch noch einen Nachspann an. Da haben wir auch noch mal ganz viele interessante Sachen für euch. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Wir sind wir schon wieder fleißig am Überlegen, was wir euch nächste Woche sagen werden. Pfiat euch! Tschüss, pfiat euch!